Zwischen Papier und Kleister haben sich die Wagenbauer ihr Frühstück redlich verdient. Schon seit Wochen sind die Fastnachtsfreunde aus Seligenstadt am Werk, um rechtzeitig zum Rosenmontag ihre Motivwagen zu präparieren. In den Hallen des Heimatbundes am Bahndamm arbeiten rund 200 Fastnachtshandwerker ehrenamtlich mit. Zum 60. Schlumberländer Fastnachtsumzug sollen 22 Wagen aus der Halle rollen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. 3 Kilometer Bretter, 50 Kilo Schrauben und Nägel, 1,5 Tonnen Farbe und ganz wenig Zeit. Ich mache das erste Mal jetzt hier und bin gefragt worden, ob ich das machen könnte und habe dazu gesagt. Das macht richtig Spaß. Na zum Glück, was wäre denn auch ein Fastnachtshandwerk ohne Spaß? Nicht mal eine halbe Sache. Doch wie baut man eigentlich einen solchen Motivwagen? Erst braucht man sicher eine Idee und das passende Gefährt mit so einer Konstruktion hier. Aber was kommt dann? Darüber kommt ein Maschendraht, sein Hasenkastendraht. Der wird dann mit Zeitungspapier beklebt. Wenn das getrocknet ist, kommt darauf weiße Makulatur, weißes Papier. Und darauf kommt dann die Bemalung der Figuren oder der Elemente. Viel Arbeit also, bis aus Maschendraht und Zeitungspapier mit etwas Bemalung und viel Kreativität ganze Kunstwerke entstehen. Und alles nur für einen einzigen Fastnachtsumzug. Aber welche Motive sieht man denn nun am Rosenmontag? Ja, wir haben ein sehr breit gefächertes Motivenspektrum. Wir haben ganz besonders Ortsgeschehen, wo die Gruppen das glossieren. Wir haben die Weltpolitik dabei, wo halt amerikanisches Geschehen drin ist und ganz besonders aufwendig und schön fantasievolle Geschichten, fantasievolle Motive. Ja, aber die Gruppen möchten natürlich nicht, dass jetzt das Motto der einzelnen Wagen richtig beschrieben wird. Sie wollen das als Überraschung zum Rosenmontag natürlich selbst präsentieren. Ach so, na dann. Dann wollen wir auch mal nichts verraten. So viel aber darf man sagen, mit viel Stimmung sind die Wagenbauer bei ihrer Arbeit dabei. So gesellig ist eben das närrische Volk. Und wenn die rund 200 Wagenbauer schon einmal zusammenstehen und ihrem Vorsitzenden lauschen, darf natürlich eins nicht fehlen. Auf unser Prinzenpaar, ein Dreifach von der Gesellestadt. Jawohl, guten Appetit und Hellau, denn darauf freut sich das Wagenbauherz am meisten. Die ehrenamtlichen Helfer werden von der Bürgermeisterin und der lokalen Brauerei versorgt und können wenigstens kurz einmal Luft holen, bevor sie wieder närrische Schwerstarbeit leisten müssen. Rund 20.000 Euro kostet das Material, auf fast 13.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden werden sie am Ende kommen. Alles nur, damit aus Pappmaché, Stahl und Stroh die schönen Figuren werden, die wir lieben und bewundern. Bleibt nur zu hoffen, dass sich bis Rosenmontag das Wetter erheblich bessert.